Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Nachmittag zum Devisenradar-Webinar heute am 13.03.2019. Mein Name ist Markus Klebe. Ich bin hier ja für den Broker JFD natürlich, weil ihr seid natürlich beim Webinar vom Broker JFD. Nicht an der Stelle heute der Chris Kämmerer, sondern ich mal wieder, wer mich noch nicht kennt. Ich bin Trader seit mehr als 20 Jahren, Vollblut-Trader und hier auch schon auf den verschiedensten Stellen bezüglich des Tradings tätig gewesen. Aktuell unter anderem für eine Vermögensverwaltung tätig, im Research zum Beispiel für JFD Brokers im Eigenhandel und bringe da doch ein klein wenig Erfahrung mit und möchte natürlich unter anderem ein wenig Erfahrung und natürlich meine Gedanken zu dem einen oder anderen Markt hier im Devisenbereich euch heute natürlich zur Verfügung stellen. Ihr habt natürlich die Möglichkeit hier im Chat, wie der Wolfgang es schon getan hat, Fragen zu stellen, sei es zu Devisenpaaren oder natürlich grundsätzlich zu Märkten oder eben auch von mir aus zu dem einen oder anderen theoretischen Trading-Thema. Also wenn ihr dort Fragen habt, wie vielleicht die ein oder andere Situation handeln würde, ich versuche das auch wirklich immer so darzustellen, dass ich meine Gedanken bis hinunter zu einem fertigen Trade-Setup formuliere, wenn es denn möglich ist. Das muss man immer dazu sagen. Wir müssen natürlich sehen, es gibt Situationen, wo ich nicht bis zum Ende schon sagen kann, okay, da würde ich so einsteigen, sondern dass erstmal gewisse Bewegungen passieren müssen, dass überhaupt für mich der Alarm losgeht. Okay, jetzt kann man da mal nach einer Handlung schauen, aber das alles werden wir besprechen. Die meisten von euch kennen mich ja auch schon, kennen meine Denkweisen. Und wie gesagt, ihr habt natürlich Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Bevor wir starten, ich habe es hier schon eingeblendet und somit mal ganz kurz die Frage. Seht ihr den Risikohinweis? Und vor allem bin ich zu hören, aber ich gehe mal davon aus, dass ich zu hören bin. Zumindest schlägt mein Mikrofon hier wunderbar aus. Und somit gehe ich auch davon aus, dass ich hier dann entsprechend zu hören bin. Bernie schreibt dann mal los. Und alles okay. Yes, perfekt, perfekt. Also der Gerd Obst schreibt hier, wie mein Name ist. Mein Name ist Markus Klebe. Ich mache unter anderem diese Livestreams bei JFD Brokers auf dem YouTube-Kanal jeden Tag. Also zum Beispiel hier am Morgen den Livestream DAX Long oder Short, am Nachmittag die US Opening Bell. Und ja, das sind so die Dinge, woher man mich kennt. Habe auch selber noch so einen kleinen YouTube-Kanal, wo ich regelmäßig mal so ein paar Gedanken zum DAX wiedergebe. Und wie gesagt, in den täglichen Livestreams. Also hier gerne auf dem YouTube-Kanal mal schauen. Da sieht man mich und vor allem hat man in diesen Livestreams dann die Möglichkeit, mich auch wirklich immer live zu sehen. Ich bin dort immer gleich unten links eingeblendet im Chart. Und da sieht man dann auch entsprechend mein Gesicht, wie ich da denn quasi rumtanze. Also, Risikohinweis, ich hoffe, ihr habt euch diesen durchgelesen. Achtet bitte darauf, dass ihr natürlich immer mit Stops arbeitet, die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst. Und das Allerwichtigste an dieser Stelle, alles, was ich hier sage und gegebenenfalls an Setups formuliere, darf nicht als Handelsempfehlung gewertet werden, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading und zu euren eigenen Analysen. Das ist eigentlich an dieser Stelle auch der wichtigste Punkt, der da zu beachten ist. Also, wir klicken das weg und ich möchte mal mit der Geschichte beziehungsweise mit dem Markt starten, mit dem ich beim letzten Webinar, Devisenradar-Webinar, quasi aufgehört habe, und zwar mit dem VXX oder in diesem Fall hier bei JFD Brokers VXXB als Kürzel. Das ist ein Volatilitätsmarkt, den man auch handeln kann. Also man kann an der Börse Volatilität handeln, also Bewegung handeln, und solch Volatilitätsmärkte steigen in der Regel an, wenn die Märkte nach unten gehen, und sie fallen nach unten, wenn die Märkte nach oben gehen. Und allen voran wird hier sehr, sehr häufig auf den S&P abgezielt, also auf den US-Markt S&P 500. Und da können wir gerne mal raufgehen. Wir sehen aktuell, dass hier dieser VXX-Markt auch bei JFD Brokers handelbar mit einem sehr, sehr kleinen Spread. Also es ist wirklich eine interessante Geschichte. Dieser VXX geht nach unten. Ja, und das bedeutet, dass höchstwahrscheinlich, wenn diese Volatilität hier fällt, die US-Märkte, und das wissen wir ja auch, wer auf die US-Märkte schaut, diese aktuell am Steigen sind. Eigentlich sauber am Steigen sind, und wir hatten in der vergangenen Handelswoche den Gedanken, diesen VXX zu kaufen. Also da hatte ich ein Kaufsetup vorgestellt. Und was ist passiert am
oder nach dem Mittwoch, wir hatten hier schon eine leichte Steigerung des VXX und dann ist aber infolge der vergangenen Woche eben der Markt grundsätzlich weiter nach unten gegangen. Wir gucken gleich nochmal drauf, was dazu führte, dass dieser VXX stieg und jetzt sind wir hier wieder auf dem Weg nach oben und das hat zur Folge, dass der VXX, dass quasi diese Volatilitätsindizes, die eben auch als Angstbarometer bezeichnet werden, dass diese dann eben auf dem Weg nach unten sind. So, nun ist es natürlich charttechnisch denkbar, dass hier der Markt erstmal weiter nach oben geht, was schlussendlich bedeuten würde, dass natürlich dieser VXX höchstwahrscheinlich entweder auf niedrigem Niveau bleibt oder eben sogar noch ein wenig tiefer fällt. Aber man muss hierzu wissen, dass diese Volatilitäten mit dem Bereich, wo wir uns dort gerade aufhalten, schon wirklich sehr, sehr tief sind. Und wenn man sich das mal, was man leider hier in dem Chart nicht machen kann, Moment, wir gehen da nochmal drauf, wenn ich meine Maus finde, da ist sie. Nehmen das Zeichenwerkzeug nochmal weg und gehen auf diesen VXXB. Schaut den kann man hier quasi in dieser Marktübersicht sich raussuchen. Hier seht ihr VXXBL, da macht man sich dann einfach quasi einen neuen Chart auf und dann sieht man diesen VXX. Und wir sehen, leider kann man nicht weiter in die Vergangenheit blicken hier bei JFD Brokers, aber man kann natürlich sich mal so eine Volatilitätsindizes, VIX zum Beispiel, ja, dass man sich sowas einfach mal anschaut und dann wird man sehen, dass hier der Markt eben aktuell auf relativ tiefem Niveau ist. Was für mich zumindest bedeutet, zum einen versuche ich natürlich so ein bisschen abzuschätzen, okay, wie laufen aktuell die US-Märkte? Und wenn man natürlich so ein bisschen ein Feeling dafür hat, wann die Märkte dann auch mal reif sind, gegebenenfalls eine Konsolidierungsbewegung in dem aktuell sehr, sehr sauber laufenden Aufwärtstrend in den US-Märkten zu absolvieren. Aber wenn dort eben erstmal passieren kann oder die in Anführungsstrichen Gefahren größer werden, dass sich gegebenenfalls eine Abwärtsbewegung ankündigen sollte im US-Markt, dann wird Folgendes passieren, und zwar dann wird dieser VXX quasi ansteigen. Und da dieser VXX quasi mehr so eine Pendelbewegung macht und eigentlich wenig saubere Trends ausbaut und vor allem zwar klar immer noch weiter tiefer fallen kann, aber eben sofort, wenn die Märkte mal ein bisschen abgeben, kommt dieser nach oben. Somit bin ich hier aktuell, und das will ich damit eigentlich nur sagen, auch hier gibt es kein direktes Trade-Setup, aber ich liege hier so ein wenig auf der Lauer, wenn der Markt anfängt, mal so ein bisschen sich zu fangen quasi auf tiefem Niveau, wenn er zum Beispiel hier unter diese Tiefs drunter geht, ob man sich hier unten dann in dem Moment, wenn wir hier noch tiefer dippen und wir sehen, dass wir dann hier schon recht tief sind auf diesem kleinen Bild, dass wir hier unten mal, dass ich anfange, hier mal eine Long-Position aufzubauen. Und in diesen VXX-Märkten bin ich auch durchaus bereit, was ich sonst wirklich nicht mache, auch notfalls eine kleinere Position aufzubauen, diese dann eben gegebenenfalls auch nochmal aufzustocken, wenn der VXX doch noch ein kleines Stückchen tiefer kommen sollte. Aber trotzdem natürlich mit dem Gedanken, was könnte ich, wenn ich gar nicht richtig liege, im Maximum verlieren. Das muss natürlich trotzdem immer im Hinterkopf bleiben, aber ich bin hier durchaus gewillt, wirklich hier gegebenenfalls dann eben diesen dann zu kaufen. Also habe hier wirklich den Fokus drauf. Und auch wenn wir jetzt hier anfangen sollten, direkt so ein bisschen zu steigen, diesen Bereich hier vielleicht dann auch nach oben zu durchschreiten, dann kann es sein, dass wir hier immer mit dem Blick natürlich auf die US-Märkte, dass wir hier gegebenenfalls dann auch mal wieder eine Long-Bewegung sehen und würde hier dann natürlich irgendwo Profit machen und diesen dann auch irgendwann natürlich realisieren. Also das ist hier wirklich meistens setze ich darauf, dass dieser ansteigt, wobei man sagen muss, übergeordnet im langfristigen, also das sind keine Trades, die man irgendwie über Monate halten sollte, denn langfristig, ganz langfristig, wenn man auch sich diese Volatilitäts-ETFs anschaut, die fallen langfristig. Also das ist wirklich sehr, sehr speziell. Ich wollte es nur mal vorstellen, könnt euch gerne mal damit beschäftigen, mit diesen Märkten, mit diesen Möglichkeiten hier auf Volatilität zu setzen. Also wirklich rein auf Bewegung, vergleicht das mal mit den Indizes, allen voran hier dem S&P. Und dann im Prinzip das ja im Endeffekt, wie gesagt, hier so zu machen. Das wäre meine Idee, die eben in der vergangenen Woche eigentlich auch ganz gut gelaufen ist, denn da waren wir zwar schon ein kleines Stückchen höher, das war in etwa hier so der Bereich am Mittwoch und dann sehen wir, dass das Ding eben auch richtig schön dann auch zum Ende der Handelswoche nochmal nach oben ging, um jetzt dann später eben zu fallen. Aber genau diese Bewegung hier war interessant, Geld zu verdienen in diesem VXX. Ja, also hier vor allen Dingen ist hier auch noch ein Punkt, also hier ist dieser klassische Trendfolgecharakter, dass man sagt, ja, man muss Gewinne endlos laufen lassen, was ich auch in vielen, vielen anderen Märkten wirklich mache, dass ich mir Setups raussuche, wo ich große Chance-Risiko-Verhältnisse habe, wo ich wirklich lange teilweise auch
Positionen laufen lasse, auch wenn ich Daytrader bin. Ich bin ja vorrangig Daytrader, was aber vorrangig eigentlich auch bedeutet, dass ich im Daytrading Trades starte und wenn ich merke, diese laufen sehr gut an, dass ich diese dann auch länger halte, also dann quasi Swing Trades aus Daytrades mache und eben die Positionen, die nicht so gut laufen, oder natürlich auch mal die ein oder andere positive Position, die wird natürlich im Daytrading geschlossen. Ja, also wenn ich negativ liege, halte ich die Position extremst selten über Nacht. Wenn ich im Daytrading gute Positionen aufbaue, dann halte ich die wirklich teilweise, ja, es kommt auch vor, über Wochen. Das würde ich jetzt hier nicht machen. Also hier müsste man wirklich schauen, wenn der dann ein, zwei Tage mal ein bisschen steigt, vor allem auch in welche Bereiche ist hier wichtig. Ja, in diesem Markt ist halt aktuell so die 4,35 ein interessanter Bereich. Ich würde hier sogar, wenn man den Markt hier unten in dem Bereich unter 30 bekommt, würde ich mich schon damit zufrieden geben, wenn hier dieser VXX in Richtung 33 zum Beispiel steigen würde. Ja? Also das ist ein bisschen anderes Trading, aber ich habe hier gerade im vergangenen Jahr wirklich gutes Geld rausziehen können aus diesen VXX-Märkten. Auch gerade, das ist eben mit JFT Brokers nicht möglich, teilweise auch im ETF-Bereich, aber hier kann man eben diesen Markt dann entsprechend auch handeln. Also das einfach mal nur so ein Hinweis. Schaut euch das mal an. Das ist auf jeden Fall handelbar. Es ist nicht teuer. Gerade der Spread ist hier wirklich nur ein Cent quasi. Also das ist ein Markt, den kann man dann auch wirklich mal nehmen. Und vor allem, man kann die Positionsgröße recht gut steuern, denn ein so ein VXX, der ist wirklich ganz klein. Also man muss dann schon 10, 15, 20, 25, 30 nehmen oder gar noch mehr, um dann hier entsprechend auch ein wenig wenigstens auf Größe zu kommen. Okay, ich bin raus da. Wir schauen uns heute die Märkte, die ich jetzt vorbereitet habe. Also, WTI werden wir uns anschauen. Wir werden uns Gold anschauen. Wir werden uns Euro, US-Dollar, japanischer Yen, US-Dollar, japanischer Yen anschauen. Wir werden auf, was habe ich hier noch? Dann US-Dollar Cut eingehen und VXX, wie gesagt, den haben wir jetzt ja gerade schon durchgenommen und dann kam hier gerade auch noch britischer Pfund US-Dollar, den werden wir uns natürlich auch anschauen und wir starten mit dem auch mal, mit dem britischen Pfund, denn der ist ja natürlich aktuell in aller Munde, denn wir haben das Thema Brexit in Großbritannien und wir haben hier quasi, ich schiebe das mal zusammen, auch Volatilität. Und das ist ja so der Kernfaktor, den wir als Trader ja ganz gerne sehen wollen. Und wir hatten hier in der vergangenen Handelswoche so die Long-Seite auf dem Schirm. Wir hatten uns das angeschaut. Der Markt kam, wo wir uns in der vergangenen Handelswoche den britischen Pfund schon angeschaut haben, kam der Markt hier schon so ein bisschen nach unten, baute eine Sequenz, eine saubere Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs aus und baute die vor allem dann eben noch weiter aus. Wir hatten schon gesagt, okay, wir schauen hier mal vorsichtig nach Long Setups, wenn sich der Markt stabilisiert. Das hat er schlussendlich nicht getan. Er ging weiter nach unten und zeigte dann aus tieferem Niveau sehr, sehr volatil die Long-Seite, die Long-Richtung, um dann aber hier gerade jetzt auch gestern, vorgestern wirklich Volatilität zu zeigen. Gestern war ja diese Brexit-Entscheidung, dass eben diese Abstimmung wieder quasi abgelehnt wurde. Die Ergebnisse bezüglich dieser Abstimmung, die sind für mich eigentlich immer relativ egal. Wichtig ist zu wissen, dass in so einem Markt Volatilität aufkommen kann und dass diese Volatilität sich natürlich dann auch idealerweise, wenn man auf der richtigen Seite unterwegs ist, in Profit niederschlagen kann. Und somit ist natürlich der britische Pfund aktuell sehr, sehr interessant. Wir können hier mal kurz auf den Tageschart gehen und sehen, dass hier unten, Moment, jetzt kommt hier die Korrelationsmatrix, die wollen wir natürlich erstmal nicht haben. Aber wir sehen hier unten auf dem Tageschart, dass, Moment, hier diese Volatilität aktuell wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau ist. Ja, wenn wir uns das hier in der Vergangenheit anschauen, ist das auf sehr, sehr hohem Niveau, also weit über 100 Ticks. Und wenn wir uns gleichzeitig den Euro-US-Dollar anschauen, der ist zwar auch in der vergangenen Handelswoche mal kurz volatil geworden, ist jetzt aber auch mit den Volatilitäten schon wieder stark am Zurücklaufen mit dieser Aufwärtsbewegung Euro-US-Dollar. Was heißt das jetzt für den britischen Pfund? Beziehungsweise wie gehe ich jetzt mit dem britischen Pfund um? Rein charttechnisch muss man aktuell so ein bisschen aufpassen, denn wir bauen hier quasi aktuell so eine Art Dreieck aus. Ich zeichne das mal ein. Wir haben hier quasi ja so eine Art Dreieck. Ne? Zack, da hat man jeweils mehrere Punkte, wo der Markt mit agiert. Und wir sind aktuell hier im oberen Bereich dieser sich zusammenziehenden Schwankungsamplitude. Ja, wir hatten hier große Volatilität, die dann erstmal grundsätzlich kleiner wird. Und wir sind aktuell hier in einem entscheidenden Bereich. Somit, wenn hier der Markt jetzt anfängt rauszubrechen, ja, zum Beispiel, zeichne das mal ein, jetzt hier weiter Stärke sieht, zum Beispiel so, dann würde ich als Beispiel einen Rücksetzer abwarten,
dass der Markt dann hier wieder so ein Stück zurückkommt an diese, ja, jetzt aktuell virtuell gezeichnete Trendlinie, beziehungsweise hat man hier quasi so einen Mittelwert. Also in den Bereich, wir können das gleich mal abmessen, das ist so die 31,50 Pi mal Daumen, nee, ein Stück tiefer sogar, dass das dann zum Beispiel auch für einen Swing Trade ein recht interessanter Einstiegspunkt wäre. Warum jetzt nicht aktuell einsteigen? Zum einen, weil wir noch in dieser quasi Dreiecksformation sind. Und der zweite Punkt, der mir immer nicht so schmeckt, ist, auf so ein Momentum aufzuspringen. Es gibt zwar Situationen, wo ich das mache, wo ich dann auch mal sage, okay, es lohnt sich gegebenenfalls hier auch mal direkt einzusteigen und das Momentum, was sich gegebenenfalls weiter fortsetzt, dann direkt zu reiten. Es zeigte sich aber bei mir in der Vergangenheit, dass natürlich ein Markt meistens nicht endlos gerade ausläuft, beziehungsweise wenn wir uns das hier mal anschauen, ja, immer die Moves nach oben. Hier war mal ein bisschen längerer Move, aber in den meisten Fällen kommt der Markt erstmal zum Bremsen oder er kommt sogar ein Stück zurück. Und genau auf das würde ich jetzt setzen. Ja, der Markt ging auch hier sehr, sehr sauber immer nach oben. Ja, aber zwischendurch kommt dann immer mal ein Rücksetzer und das würde ich jetzt hier auch ganz gerne abwarten wollen, dass hier ein Rücksetzer kommt. Von mir aus kann der auch direkt kommen hier in diesem Bereich. Ich messe das gleich mal, um dann gegebenenfalls, und ich finde die Aufwärtsseite aktuell von daher nicht so verkehrt, weil wir einfach in der Vergangenheit aufwärts laufen. Wir sind trotz der etwas schärferen Rückwärtsbewegung hier weiterhin eigentlich im Aufwärtstrend und somit sehe ich jetzt hier auch nicht als unrealistisch an, dass der britische Pfund quasi erneut die Aufwärtsseite hier annehmen kann. Und somit suche ich natürlich hier erstmal nach Aufwärtstrends. Sollte sich das allerdings genau in einer anderen Richtung, ich zeichne das hier nochmal ein, ja, auflösen. Also, dass ich jetzt hier zum Beispiel, wir können auch gleich darüber sprechen, wie ich da einsteigen würde. Wenn das hier zum einen gegebenenfalls nicht funktioniert, dieser Einstieg, also ich dann in den Stop laufe, der Markt dann ja höchstwahrscheinlich hier auf der Abwärtsseite anfängt auszubrechen, dann wird natürlich relativ zügig hier auch die Abwärtsseite interessant, ja, dass der Markt hier gegebenenfalls Schwäche zeigt. Und die eine oder andere Richtung wird ja höchstwahrscheinlich eintreten, denn, und das ist der Kernpunkt, wir haben einen volatilen Markt. Ein volatiler Markt bedeutet, dass er höchstwahrscheinlich eben nicht hier irgendwie langsam auf der Stelle bleibt, die nächsten 2 Wochen. Nein, der Markt wird höchstwahrscheinlich durch die Volatilität nach oben oder nach unten weggehen oder zumindest so groß hin und her schwanken, vielleicht auch in einer Seitwärtszone, dass trotzdem der ein oder andere Einstieg wenigstens insofern dienlich ist, um dann im Endeffekt Risiko rauszunehmen aus so einer, aus so einem Trade oder eben vielleicht sogar sich schon mal einen Mini-Profit abzusichern. Aber im Idealfall geht der Markt, das wäre so mein Plan A, in Richtung Norden. Und dafür können wir uns das Ganze mal anschauen. Wir sind jetzt aktuell im Bereich 31,81 und ich messe das jetzt mal kurz mit dem Fadenkreuz. Wäre hier der Gedanke, wir haben hier auch noch so ein Fibonacci-Retracement drin und da wäre es zum Beispiel gepaart mit der 38,2. Das ist ja so die 31,30. Das ist in etwa so auch die Mitte dieser aktuellen Schwankung. Das wäre dann für mich zum Beispiel ein interessanter Punkt, den ich mir gegebenenfalls sogar per Limit schnappen würde. Also, wenn der Markt jetzt hier nochmal konsolidiert, da ich ja jetzt erstmal davon ausgehe, vorsichtig, das ist keine Meinung, sondern ich würde jetzt einfach mal diesem großen Bild hier versuchen zu folgen, dass der Markt gegebenenfalls die Aufwärtsseite wirklich weiter aufnehmen kann. Leichter Rücksetzer, um dann hier die Aufwärtsseite zu handeln. Oder aber, wenn der Markt ein Stück weiter vorher schon nach oben geht, dass ich dann entsprechend auf einen Rücksetzer setze, der dann aber höchstwahrscheinlich nicht mehr bis in den 30er-Bereich zurückfällt, sondern, wie eben gesagt, dann eben in diesem Fall vielleicht in Richtung 80, 75, 70, um dann der Aufwärtsseite zu folgen. Also diese zwei Gedanken wären jetzt die Gedanken, die ich hier abwarte. Wobei ich hier unten, da lege ich mir jetzt gleich einen Alarm rein. Dann, wenn der Alarm ertönt, auch höchstwahrscheinlich etwas aggressiver einsteigen werde. Was nutze ich als Risiko, beziehungsweise was wäre hier als Chance realistisch? Dafür können wir uns gerne mal den Tageschart anschauen. Und schaut mal, wenn wir uns dieses ganze Gebilde hier anschauen, ich zeichne das mal ein, dann ist es natürlich zum einen, ja, wenn wir hier davon ausgehen, der Markt steigt und wir haben hier oben einen Hochbereich, dann ist es natürlich auf jeden Fall realistisch, dass, wenn der Markt aufwärts tendierend ist, dass er auf jeden Fall dieses Hoch angreift. Und gegebenenfalls, wenn der Markt eben wirklich stark ist, wenn er diese Aufwärtsamplitude, die hier aktuell läuft, eben weiter fortsetzt,
ja, dass er dann entsprechend natürlich das Hoch rausnimmt. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel beim letzten Mal die Hochs nicht ganz so stark rausgenommen, aber ein kleines Stückchen war es schon. Sprich, der Markt hätte auf jeden Fall dann so die 1,35, vielleicht sogar den Bereich um die Marke 1,36. Das ist ja drüben auch so eine kleine Schiebezone. Ja, man würde dann hier dieses letzte Hoch dann auch damit überschreiten. Wäre auch nicht ganz so uninteressant. Also wir hätten auf jeden Fall so 1,35 als übergeordnetes Ziel für diejenigen, die vielleicht einen Swing Trade draus machen wollen, wäre das auf jeden Fall interessant. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo können wir jetzt hier das Risiko dann platzieren? Also wo können wir den Stop platzieren, um diesen Gedanken schlussendlich dann zu vollziehen? Und das machen wir jetzt nochmal. Dafür gehen wir gerne nochmal auf den Stundenchart runter, schauen uns das Bild an. Wie gesagt, aktueller Rücksetzer wäre ja so in dem Bereich 1,3130. Und dann schauen wir mal, was würde er denn charttechnisch sich jetzt hier anbieten als Stoppunkt? Und da wählen wir mal die charttechnischen Punkte. Also das hier unten ist natürlich ein charttechnischer Punkt. Das hier ist ein charttechnischer Punkt. Und das hier ist nochmal so ein charttechnischer Punkt. Alles andere ist eigentlich relativ klein. So, und jetzt weiß ich eigentlich schon, dass höchstwahrscheinlich dieser Punkt hier und dieser Punkt hier unten, dass die mir für diese Überlegung zu weit weg sind. Ja, das Einzige, was jetzt vielleicht interessant wäre, da wir ja jetzt hier auf einen Rücksetzer warten, wäre, dass der Bereich hier unter diesen Tiefs, dass dieser Bereich als Stopppunkt fungieren könnte. Und das müsste man jetzt mal messen. Beziehungsweise, was sagen wir denn jetzt? Wir sagen als Ziel, okay, der Markt kann hier an diese Hochs ranlaufen. Ja. Beziehungsweise er kann sogar dann eben diese Hochs locker rausnehmen und nochmal gute 100 Ticks weiterlaufen. Das ist schon eine sehr, sehr gute Chance mit diesem verhältnismäßig kleinen Risiko. Der ein oder andere wird sagen, okay, naja, aber man kann auch dann auch dieses Risiko hier wählen. Ja, dann hätte man auch noch relativ positive Chance-Risiko-Verhältnisse. Ja, theoretisch schon. Aber was ich sehen möchte, ist, dass dieser Markt sich eigentlich, wenn er das tut, wie ich es denke, dass er es tut, dann sollte der Markt eigentlich relativ zügig reagieren. Und für mich wäre dann dieser Stopppunkt hier unten eigentlich so der interessante Bereich. Das als Risiko. Und dann hatte man schon bis in den Bereich dieser Hochs, wenn man mal jetzt hier dann diese Chance in etwa ranpackt, ja, dann hat man schon in diesem Bereich dieser Hochs hier in etwa ein 3:1 Chance-Risiko-Verhältnis. Beziehungsweise, wenn man natürlich davon ausgeht, okay, der Markt ist sauber im Aufwärtstrend, er kann eben auch diese Hochs rausholen, dann hat man schnell ein 4:1, 5:1, 6:1 Chance-Risiko-Verhältnis, was ich erstmal nicht so schlecht finde. Ob der Markt dann schlussendlich bis dorthin läuft, wenn er bis dorthin läuft, dann ist es auf jeden Fall einer der Trades, die mir richtig gutes Geld bringen, die schlussendlich dann auch für meine Performance dienlich sind. Wenn der Trade allerdings dann zwischendurch abgewürgt wird, er reagiert vielleicht, läuft hier nach oben, läuft vielleicht auch noch ein kleines bisschen nach oben. Was passiert dann? Dann werde ich auf jeden Fall das Risiko hier unten reduzieren. Vielleicht auch gänzlich rausnehmen können. Ich werde dann das Risiko hier reduzieren. Irgendwann liege ich mit meinem Stop auf dem Einstiegspunkt. Irgendwann liege ich mit meinem Stop vielleicht sogar schon im Profit. Ja, ob der wirklich schlussendlich das macht? Wenn er es macht, ist es sehr gut. Wenn er es nicht macht, bekommt man aber nicht selten wenigstens die Möglichkeit, Risiko rauszunehmen. Und wenn ich dann Trades habe, und das ist ja das, was ich immer wieder wiederhole, was wir eigentlich tagtäglich als Business machen. Trader, das Business Trader ist eben nach Chancen, unter anderem nach Chancen suchen, die interessante Chance-Risiko-Verhältnisse haben. Chance-Risiko-Verhältnisse, die idealerweise nicht aus dem Mond oder ja doch vom Mond hergeholt wurden, sondern irgendwo auch eine gewisse realistische Chance haben. Und ich denke, das ist hier eine realistische Überlegung. Somit kurz gefasst, ich bin hier erstmal weiterhin auf der Long-Seite unterwegs, würde es gerne sehen wollen, dass der Markt sich gen Long tendierend bewegt, mit dem Hintergedanken, drei Ausrufezeichen im britischen Pfund, dass natürlich bedingt durch diese ganze Brexit-Geschichte auch mal schnell eine Momentumbewegung auftreten kann. Idealerweise natürlich nach oben, das würde mich freuen, aber diese kann natürlich dann auch nach unten stattfinden. Ja, und dann ist man natürlich relativ zügig ausgestoppt und es kann durchaus sein, dass man dann, wenn man den Stop dort liegen hat, gegebenenfalls ein wenig Slippage bekommt. Also eine etwas schlechtere Ausführung des Kurses, weil einfach der Markt sich dann gegebenenfalls schnell bewegt, so wie er es hier zum Beispiel getan hat. Ja, aber genauso eben, und das würde ich halt gerne sehen wollen. Ich würde so eine Fortsetzung idealerweise hier zu der gestarteten Aufwärtsbewegung sehen wollen. Also von mir aus leichten Rücksetzer und dann schön nach oben. Dann hat man natürlich gar keine Kopfschmerzen, den Stop sukzessive von unten nachzuziehen. Und dann marschiert das Ding vielleicht wirklich auf neue Bewegungshochs in Richtung der Zielbereiche hier 1,35. So als übergeordnetes Ziel. Das wäre so mein Gedanke aktuell im britischen Pfund. Und wenn sich das Bild
jetzt nicht gravierend ändert. Wenn wir natürlich direkt nach unten weggehen, dann wird das schnell zum Short, beziehungsweise zu Short-Gedanken, aber das jetzt hier erstmal grundsätzlich mein Gedanke auf der Long-Seite. Ich möchte als nächstes mit euch WTI durchgehen, denn dort sind wir aktuell an einem interessanten Breakout-Niveau. Moment, wenn ich nicht den Heiken Ashi mit euch mir anschauen, sondern wir suchen uns hier den normalen Chart raus. Da ist er. Ist schon passiert. Na, leider ist das jetzt gerade schon passiert, denn wir waren hier, das hatte ich mir gerade noch aufgeschrieben, an einem sehr, sehr interessanten Punkt im WTI, denn wir haben hier quasi so einen Hochbereich ausgebaut. Und wir hatten auch hier in der vergangenen Handelswoche besprochen, wir wollen Long-Einstiege suchen. Wir wollen erstmal weiter dem Trend folgen. Und das ist auch aktuell heute noch aktiv. Und das war auch gerade eine Geschichte, die ich euch vorstellen wollte. Aber wir können es uns trotzdem anschauen, denn gegebenenfalls bietet sich hier nochmal ein Rücksetzer, den man gegebenenfalls als Kaufsetups nutzen kann. Wir schauen uns erstmal an. Der Markt ist eben seit ja, Ende des Jahres quasi hier aus dem Bereich knapp oberhalb von $40 wieder auf dem Weg gen Norden. Wir hatten hier ja diese lange Abwärtsreise, wirklich teilweise mit Druck auf der Abwärtsseite und jetzt kam dann irgendwann die Kehrtwende und der Markt ist eben long tendierend unterwegs und wir hatten hier dann so ein bisschen Schiebezone. Der Markt ist aber schlussendlich eigentlich nur hier in diesen alten Hochbereich reingelaufen, ja, dieser großen Aufwärtsbewegung und ist jetzt wieder trendfolgend weiter auf dem Weg nach oben und denke mal hier auch, ähnlich im britischen Pfund, hier muss die Reise auf der Nordseite nicht zu Ende sein, gerade weil wir natürlich jetzt sauber gen Norden laufen. Und da war mein Gedanke, dass hier im WTI eben diesen Hochbereich, da waren wir gerade noch drunter, den hat er hier getestet und er hat ihn hier schon mal getestet. Dann sind wir hier nochmal so ein kleines Stück zurückgekommen und wir waren gerade noch vor dem Breakout gen Norden. Somit ein paar Minuten eher, beziehungsweise eben kurz vor dem Livestream, hätte man hier und das hätte ich dann wahrscheinlich auch live mit euch gehandelt, hier mal den Breakout auf der Oberseite versucht. Wir können den allerdings immer noch, sage ich mal, uns schnappen, denn was ich eben ganz gerne mache, ist, so einen Breakout zu antizipieren. Ich will das mal erklären, was ich dort dann immer mache. Warum mache ich das? Weil einfach, wenn man hier sich diese Hochpunkte schnappt, exakt diese Hochpunkte, ja, also hier im Endeffekt ist es ja dieser Punkt hier oben. Wenn man sich exakt diesen Punkt schnappt, dann ist es nicht selten so, dass dieser Punkt dann relativ schnell durchschritten wird. Und wenn man erst dann als Breakout einsteigt, ja, höchstwahrscheinlich sich dann dort oben einstoppen lässt, bekommt man in der Regel eigentlich immer einen schlechten Einstieg, weil man dann schlechter ausgeführt wird, noch höher als man eigentlich wollte. Einfach aufgrund dessen, dass sich der Markt hier mit so einem Breakout erstmal immer so schnell mit so einem Schub bewegt. Somit meistens suche ich mir dann Situationen raus, dass ich diesen Breakout antizipiere. Also so ein Stück drunter versuche einzusteigen. Und was ist aber eigentlich der große Nachteil einer Breakout-Strategie? Gepaart mit einem, ja, mittelmäßig aggressiven Trade-Management. Ja, will ich mal kurz erklären. Der Markt geht nach oben. Zack. Meistens irgendwie so. Ne? Also er läuft, wenn er nicht extrem stark ist, läuft der Markt meistens in einer Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs nach oben oder eben auch nach unten und testet eben ganz gerne immer nochmal die alten Ausbruchsniveaus. So, was passiert nun aber, wenn ich so ein Breakout handle? Zack, der Markt geht hier nach oben raus. Ich steige hier an diesen Punkt ein, bin dann schon mal im Profit, je nachdem, wo mein Stop lag, aber meistens packt man den Stop dann irgendwann, weil man ja schon eigentlich interessant im Profit ist, packt man den Stop dann eben auf Einstieg, auf Break-Even. Ja, was passiert dann? Der Markt kommt nochmal zurück, testet dieses Niveau nochmal, stoppt ein meistens oder oft aus, ja, und läuft dann doch in die angepeilte Richtung. So, dann sitzt man da, ärgert sich, sagt, ja, da habe ich wieder den Stop zu eng nachgezogen oder was auch immer. Aber es gehört aber eigentlich zum Business dazu, dass ich natürlich irgendwann dann auch mal Risiko aus einem Trade rausnehme. Somit ist von mir eigentlich eine Herangehensweise, dass ich dann auch sage, okay, wenn so ein Breakout stattfindet, dann findet auch meistens nochmal der Retest solch eines Breakouts statt. Und wenn ich dann erst an diesen Punkt einsteige, dann hat man nicht selten eine viel, viel bessere Grundvoraussetzung für einen sehr, sehr schönen Trade. Und zwar quasi
für diese Kernbewegung, die dann eintritt. Somit ist jetzt hier die Messe noch nicht gesungen in meinen Augen. Und wir können uns hier nochmal den Markt schnappen, der jetzt eben gerade so ein bisschen mit Momentum nach oben weggeht. Schauen uns aber an, okay, da ist es durchaus denkbar, dass hier nochmal ein Rücksetzer stattfindet in das Ausbruchsniveau. Knapp darunter würde ich das legen, also so, wo ich eben sonst auch einsteigen würde. Ja, nehme mir hier, zack, Positionsgröße ein Stück hochgesetzt und entsprechend packe ich hier den Einstieg rein und warte jetzt quasi, dass der Markt hier nochmal den Retest wagt, um dann gegebenenfalls die Momentumbewegung auf der Nordseite weiter zu vollziehen. Wir wissen hier, dass so der 60er-Bereich, erstmal 59 und dann 60, so die nächsten Zielbereiche sind, die da durchaus realistisch angelaufen werden können. Und hier ist es ein bisschen anders als im britischen Pfund. Denn hier sind wirklich in letzter Zeit dann die Hochs eigentlich recht interessant rausgenommen worden. Sprich, die 60 als nächstes realistisches Ziel ist durchaus denkbar. Also, dass wir quasi nicht nur die 59 testen, sondern dass eben der Markt auch in Richtung 60 läuft. Das wäre auf jeden Fall jetzt hier so das Ziel für diesen Trade. Und jetzt müssen wir nochmal gucken. Das mache ich natürlich dann auch immer schon vorher. Ja, also nicht wundern, ich lege jetzt hier einen Stop rein und mache mir jetzt erst Gedanken, wo ich den Trade rein und mache mir jetzt erst Gedanken, wo ich den Stop hinlege. Nein, das natürlich nicht. Man hat natürlich jetzt in Gedanken auch natürlich, oder man muss sich im Prinzip einen Stopppunkt zurechtlegen. Wo sollte der Markt idealerweise nicht mehr hinkommen? Wir haben hier auch noch so ein kleines Unterstützungsniveau drin im Markt, was auch schon mal nicht ganz so uninteressant war. Wir haben jetzt hier den Einstieg. Wir können das nochmal messen. Der liegt in dem Bereich, zack, also knapp 58. Ja? Und ich würde jetzt hier nicht diesen Stop hier unter diesem Tief wählen, der dabei unter 57 liegt. Also ich würde hier schon mit unter einem Dollar Risiko arbeiten. Das ist wirklich ein sehr, sehr enger Stop. Ich würde diesen Stop hier knapp unter diese Unterstützung legen und zwar unter dieses kleine Mini-Tief. Dafür gehen wir mal auf den Stundenchart. Da sieht man das etwas besser. Und man hat hier so ein kleines Mini-Tief. Ja? Und da packe ich jetzt, das machen wir natürlich zusammen, da packe ich jetzt meinen Stop rein. Sprich, man hat jetzt hier für diese Überlegung, muss ich mal ein Stück runterziehen, ja, zack, unter dieses kleine Mini-Tief hier. Man hat jetzt für diese Überlegung ein wirklich extrem kleines Risiko mit dem Gedanken, dass sich dieser Trade in Richtung 60 vollzieht und haben dann nicht ganz, glaube ich, ein 4:1 Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, das ist das Risiko hier. Und dann wird es ein knapp 4:1. Ne? 1, 2, 3. Ja, also ein gutes, wirklich ein gutes 3:1 Chance-Risiko-Verhältnis, was man hier in etwa hat, in dem Bereich 60. Was ich jetzt im 60er-Bereich nicht machen würde, ich würde nicht mit einem Take-Profit arbeiten, sondern wirklich, wenn der Markt in Richtung 60 kommt, den Stop dann wirklich von unten etwas aggressiver nachziehen, mit dem Gedanken, okay, vielleicht zieht der sogar nochmal über 60 drüber, vielleicht geht er sogar noch Richtung 61, quetscht quasi die Zitrone noch so auf den letzten Tropfen aus, um dann natürlich auch mal wieder in so eine Konsolidierungsbewegung reinzukommen. Ja, Moment, haben wir den Fall, genau. Also, dass er hier nochmal ein bisschen rüber geht. Ich meine, diese Konsolidierung, die in den letzten Monaten immer wieder irgendwann kam, die wird auch hier kommen. Ne? Kommt ja immer mal wieder so eine Konsolidierungsphase rein. Aktuell sind wir aufwärts laufen. Diese wird irgendwann kommen. Sie kann auch hier kommen. Ja, dann fliege ich hier aber relativ eng raus, gebe dem Markt aber wirklich noch die Möglichkeit, sich schnell weiterzuentwickeln. Dann kommt vielleicht die Konsolidierung erst hier oben. Ich ziehe den Stop dann weiter, trade den quasi weiter nach und quetsche dann nochmal einen Dollar mehr an Profit raus. Also das ist jetzt hier der Gedanke, den wir hier gerade reingelegt haben per Order. Wirklich final durchdacht. Ich kann jetzt nicht jeden Trade-Management-Schritt natürlich hier irgendwo kundtun, aber das ist jetzt hier so der Gedanke, wie ich jetzt aktuell Öl handeln wollen würde. Weiter, trendfolgend auf der Aufwärtsseite und wie gesagt, wären wir ein paar Sekunden eher dran gewesen, dann wären wir hier zusammen, hätten wir den Breakout schon gehandelt. Also den hätte ich jetzt hier versucht, weil es sein kann, dass der Markt jetzt direkt nach oben durchgeht. Dann hat man Pech, dann funktioniert das eben nicht mit diesem Rückläufer. Ja, aber dann hat man eben auch nichts verloren. Dann hat man zwar einen Trade verpasst. Ja gut, man verpasst so oft gute Trades oder gute Setups. Wichtig ist, dass man ja kein Geld verliert und mit einem verpassten Setup verliere ich schlussendlich kein Geld. Kommen wir nochmal zum Gold. Da wollte ich auch nochmal mit euch drauf gucken. Hier packe ich mir jetzt nur nochmal ganz kurz einen Alarm rein. Moment. Dass ich hier auch daran erinnert werde, wann die Ausführung kommt, dass ich da dann nochmal rausschaue, ob das alles so weit hinhaut. Wir gehen mal zusammen aufs Gold.
Was hatten wir am Gold als Kerngedanken? Wir sind vergangene Handelswoche am 6. in einer entscheidenden Zone gewesen. Und ich habe auch am Abend, am Mittwoch nochmal ein Bild auf meinem Facebook-Profil oder Kanal gepostet. Wir hatten das durchgesprochen hier im Devisenradar. Und zwar hatten wir im Gold hier unten so eine Schiebezone, ganz markante Schiebezone, die hier über 3 Tage lief, mehr als 3 Tage sogar lief. Und wir hatten besprochen, dass der Markt definitiv Potenzial hat, zum einen nach oben auszubrechen. Wir hatten hier 1300 bis 1305, also 1305, Moment, das war hier, als einen realistischen Zielbereich. Und wir hatten auf der Unterseite dann genau das Gleiche besprochen, dass der Markt gegebenenfalls auf der Unterseite ausbrechen kann und quasi auch eine nächste Momentumbewegung gen Süden zeigt. Wir haben uns hier nicht grundsätzlich für eine Richtung festgelegt. Ja, also wir hatten ja hier diese Schiebezone, ne? Also Break auf der Oberseite beziehungsweise Break auf der Unterseite. Und der Markt entschied sich jetzt für die Oberseite. Und jetzt ist hier in dem Chartbild, wir gehen mal auf den 4-Stunden-Chart, dieser Bereich, der eigentlich wichtig ist. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt hier nicht so richtig eingezeichnet ist. Mal gucken, ob ich jetzt hier das falsche Bild habe. Moment. Moment, Moment, Moment. Habe ich jetzt noch irgendwo den anderen Chart? Aber eigentlich haben wir im Bereich 13,05. Zack. Anderes Chartbild. Linien ein bisschen anders und für mich auch etwas wichtiger, denn dieser Bereich um die Marke 13,05, der ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben heute Morgen schon überlegt, beziehungsweise war es mein Gedanke, wenn dieser Bereich hier, schaut mal diese alten Tiefs hier, das ist in etwa so der 13,05er Bereich, wenn dieser Bereich halten sollte und sich hier dann auf kleinerer Zeitebene eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs einstellt, dann wäre das eventuell hier ein Bereich für einen Short. Allerdings wirklich defensiv. Also hier hätte man wirklich Zeit gehabt. Hier muss man nicht aggressiv draufspringen. Warum? Wie der Trend folgt. Wir sind zwar grundsätzlich aufwärts gerichtet unterwegs. Das ist das lange Bild. Wir starten ja hier mit dieser Aufwärtsbewegung. Das ist hier Anfang November. Ja, also das ist ja wirklich der große Trend ist erstmal aufwärts. Aber wir haben jetzt hier auch so einen charttechnischen Bruch. Wir zeichnen mal die Aufwärtsbewegung hier ein. Ja, wir haben hier so einen charttechnischen Bruch bekommen durch diese Kernabwärtsbewegung. Was da bedeutet, okay, man sollte so ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise kann es sein, dass sich gegebenenfalls hier vielleicht mal so eine große Abwärtsbewegung auftut. Sprich, wir sind mit diesem 1305er Bereich eigentlich in einem richtungsentscheidenden Bereich, wo sich so die Kernrichtung entscheiden sollte. Wir sind jetzt darüber. Darüber bedeutet für mich jetzt nicht sofort, dass ich erstmal meine Gedanken wieder auf die Long-Seite switche. Aber es kann sein, wenn wir uns da oben etablieren, dann vielleicht auch hier, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, anfangen erstmal so ein bisschen so eine Schiebezone aufzubauen. Ja, dann wäre das gegebenenfalls hier der nächste Gedanke, okay, vielleicht dann auch erst in der nächsten Handelswoche, dass wir wieder eine Schiebezone haben, eine Situation, wie wir sie hier unten quasi, im Moment, hier unten schon hatten. Ja. Zack, hier hatten, dass wir dann hier wieder so eine Schiebezone bekommen und dann ergäbe sich gegebenenfalls wieder die nächste Situation für Long. Ja, Moment, Fall. Zack, hier oben für Long. Ja, also ich bin jetzt nicht sofort Long, denn aktuell warte ich eigentlich noch darauf, dass hier Gold eventuell wieder Schwäche sieht, dass wir unter diese 13,05 gehen. Ja, wir sind ja jetzt hier eigentlich sauber aufwärts tendierend. Ich warte jetzt darauf, dass sich Gold idealerweise, das ist das, wo ich jetzt drauf lauere, hier wieder runterkommt, anfängt eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs auszubauen, um dann eben hier erstmal wieder in Richtung abwärts zu handeln. Ja, mit dem übergeordneten, nicht ganz großen übergeordneten Trend, sondern mit diesem kleineren Trend hier auf der Abwärtsseite. Das ist jetzt eigentlich so mein Gedanke. Aber dafür muss er erstmal wieder unter 13,05 kommen und eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs ausbauen. Wir sind jetzt hier mal, wollen wir immer nicht die Matrix, wir sind jetzt hier mal im Halbstundenchart, ja, und hier zeigt sich ja ganz sauber aktuell eine Aufwärtsbewegung. Ja, eine charttechnisch saubere Aufwärtsbewegung mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs. Zack. Ja. So, und dieses saubere Bild auf der Aufwärtsseite hier aktuell, ne? Zack. Das soll sich jetzt idealerweise erstmal drehen. So, der erste Punkt könnte schon starten mit so einer Art Doppeltop hier oben. Ja, aber das ist jetzt für mich noch nicht, wo ich sage, okay, jetzt sofort Short. Nein, jetzt soll Folgendes passieren. Der Markt kommt jetzt hier nach unten,
würde jetzt hier mit dem Punkt ja quasi anfangen, diese Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs irgendwie zu brechen. Der Markt kommt unter die 13,05, geht vielleicht sogar noch mal unter dieses Tief drunter hier, läuft dann vielleicht noch mal von unten dort ran und dann, ja, da muss natürlich eine ganze Menge Wasser noch die Spree runterlaufen. Erst dann hätte man hier dann an diesem Punkt die Möglichkeit, oder das wäre so mein Gedanke, dass man dann auf die Abwärtsseite setzt. Ja? Und den Gedanken hatte ich schon heute Morgen, beziehungsweise gestern sogar schon, wo wir dann hier an diesen 13,05er Bereich rangekommen sind. Aber es bot sich einfach noch nicht dieser hier eben genannte Trigger, denn auch hier hätte entsprechend die Bewegung gen Süden etwas stärker stattfinden sollen. Die Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs. Was passierte aber? Der Markt ging hier direkt durch. Es ergab sich hier keine Möglichkeit. Höchstwahrscheinlich, wenn es so vollzogen wurde, dann wäre ich vielleicht schon eingestiegen. Aber das kam nicht. Es kam sofort Stärke rein und dann bedeutet das für mich eben nicht verkaufen, sondern Markt abwarten, schauen, wo läuft der Markt hin. Auch hier ist man jetzt auf der Long-Seite nicht dabei. Ich bin hier aktuell nicht mehr Long. Wir hatten vergangene Woche Long. Das war auch eine gute Situation. Jetzt aktuell bin ich hier neutral und warte, dass der Markt gegebenenfalls gen Süden wegbricht. Also mal schauen, ob er das tut. Wenn er es tut, habe ich eine Idee, wie ich dann diese Abwärtsbewegung handle. Ja, und wenn das Bild zum Beispiel so bleibt, dann könnte man mal überlegen, wichtig ist hier als nächster entscheidender Punkt natürlich dieser alte Hochpunkt. Ne? Also wenn der Markt, der jetzt hier Schwäche sieht, zack, und man kommt dann hier irgendwie rein an diesen Punkt hier, ja, dann sollte auf jeden Fall diese Bewegung an dieses alte Hoch hier schon so weit sein, dass man dann wenigstens den Stop of Break-Even nachziehen kann. Moment, das könnte sich gegebenenfalls hier mit diesem Hoch sogar deckeln. Ja, wenn wir jetzt dann eben mit dem besprochenen Short und dann mit der Chance, die wir dann hier in etwa hätten, das wäre in etwa so groß wie das Risiko, sprich, wenn der Markt dann hier hinkommt, ja, und der Punkt, der könnte ja auch genauso dazu führen, hoch, runter, hoch, runter, hoch, also das ist dann später wieder ein entscheidender Punkt, dass die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt wird, dann habe ich natürlich mit meiner Short-Idee merklich schlechte Karten, aber wenn ich es dann schaffe, an diesem entscheidenden Punkt meinen Stop hier schon auf Break-Even zu ziehen, dann wenn es dann abwärts geht, sollte der Punkt eigentlich nicht mehr getestet werden, sondern der Markt etwas schneller abwärts gehen, ja, dann habe ich natürlich recht gute Grundvoraussetzungen, um überhaupt auch das Trade-Management zu machen, den Stop irgendwann auf Break-Even zu ziehen und natürlich dann darauf zu setzen, dass der Markt wenigstens hier in dieses alte Unterstützungsniveau unten nochmal reinläuft. Ja? Und dann haben wir auch hier ein gutes 3:1 Chance-Risiko-Verhältnis in Gold. Ja? Also da warte ich jetzt drauf. Es kann aber sein, wenn wir uns hier oben etablieren, oberhalb der 13,05, dass ich dann relativ zügig auch meine Gedanken der Short-Seite ad acta lege und mir dann die Aufwärtsseite angucke, weil das einfach 13,05 für mich richtungsentscheidend ist an der Stelle. Ne? Also das jetzt dazu nochmal. Was haben wir jetzt? Gold, Silber will ich mit euch gar nicht durchgehen, weil da ist im Prinzip nichts großartig anderes. Euro-US-Dollar, nee, Euro-japanischer Yen, US-Dollar-japanischer Yen, schauen wir mal drauf und dann schaue ich hier nochmal, was war die 3? US-Dollar-Cut. Genau, US-Dollar-Cut haben wir vergangene Handelswoche besprochen, haben hier gesagt, wir sollten vielleicht auf Long-Ideen warten. Mal gucken, wo wir den haben. Schauen wir uns den mal kurz an. Okay, Hartmut schreibt gerade, was ist besser, S&P zu handeln oder die Volatilität? Da gucken wir gleich mal drauf. Das kann ich gerne nochmal beantworten, diese Frage. US-Dollar-Cut, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Zack. So. Genau. Hier der Gedanke aktuell, wir sind jetzt hier, viele werden sagen, oh, da kommt der stark nach unten. Was war hier der Gedanke? Vergangene Handelswoche. Dass der Markt gegebenenfalls, und da sind wir aktuell, Moment, andere Farbe. Ja, wir sind ja hier, nehmen wir nochmal einen Pfeil. Erstmal haben wir auch so eine Art Dreieck gehabt, ne, so eine etwas sich zusammenziehende Schwankungsamplitude, ja, und sind nach oben ausgebrochen. Zack. Jetzt war der Gedanke, okay, jetzt kam Stärke rein. Wir haben hier charttechnisch nochmal mehrere Unterstützungsniveaus. Das und das hier. Zwei Unterstützungsniveaus und wir sind aktuell an diesem zweiten Unterstützungsniveau dran aus der Vergangenheit. Und somit sind wir aktuell hier in einem sehr, sehr interessanten Bereich, der für mich interessant wird, gegebenenfalls den Markt zu kaufen. Auch hier wieder der Kerngedanke auf einem Tagesschart ist kreiert. Jetzt gehen wir runter.
Der Gedanke, den hatten wir eben vergangene Handelswoche schon mal besprochen. So, jetzt gehen wir runter auf den Stundenchart. Da sieht man das relativ sauber, ne? Der Markt, wir wollen ihn ja kaufen. Wir wollen kaufen, weil er übergeordnet gerade auf eine Unterstützung aufkommt. Ja? Jetzt ist hier der Gedanke, okay, ich warte auch hier ab, bis sich das Bild dreht. Ob es sich dreht, weiß ich nicht. Wenn es sich dreht, auch hier der Gedanke, okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Hier ein bisschen charttechnisch unsauber, weil das wirklich sehr, sehr stark vonstatten ging, diese Aufwärtsbewegung. Und jetzt änderte sich aber das Bild in eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs. Etwas sauberer, als die Aufwärtsbewegung vonstatten gegangen ist. So. Was sollte jetzt wieder logischerweise passieren, um zu kaufen? Und das kann man sich auch schematisch ja immer mal in den Chart einzeichnen. Okay, wir sind hier eigentlich, da geht es jetzt nicht um 5 oder 10 Ticks, ob der Markt jetzt hier nochmal ein Stück tiefer geht oder irgendwas. Das ist in dem großen Unterstützungsbereich, der hier übergeordnet herrscht, eigentlich relativ egal. Er sollte jetzt nicht weiter wie ein Stein fallen, idealerweise Momentum so ein bisschen abbauen. Aber es kann sein, dass er immer nochmal ein neues Bewegungstief ein bisschen hochgeht, nochmal ein neues Bewegungstief, immer so ein paar Ticks. Ja, das kann passieren, durchaus denkbar. Er sollte ja sowieso jetzt Folgendes zeigen. Er sollte sich jetzt hier anfangen, irgendwie zu fangen. Ja, vielleicht auch nochmal so, ne? Aber dann irgendwann anfangen, eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs auszubauen. Diese Herangehensweise ist eine etwas defensive Herangehensweise. Ich könnte auch sofort sagen, hier unten in dem Unterstützungsbereich, was ich übergeordnet festgelegt habe, lege ich ein Limit rein und ich kaufe. Ist natürlich eine Überlegung. Kann man auch immer machen. Aber man würde hier natürlich wirklich ins fallende Messer kaufen. Das ist im Endeffekt eigentlich auch nur für den Kopf. Man kann auch immer die aggressive Variante wählen. Aber was natürlich die Gefahr ist, wenn ich in so ein Momentum reinkaufe, dass der Markt dieses Momentum beibehält und mich natürlich sehr schnell ausstoppt. Ja? Und das ist das, was man natürlich dann auch vertragen muss vom Kopf her. Wenn ich 2, 3, 4, 5 so eine Trades habe, ja, zwar der Markt kommt an ein Unterstützungsniveau, ob das hält oder nicht hält, es wird sich zeigen. Und wenn ich direkt kaufe, ja, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass der Markt eben direkt weiter durchrutscht, und ich ausgestoppt werde. Der Vorteil ist, dass ich natürlich mit solch aggressiven Einstiegen natürlich dann auch meistens besser vom Einstieg her liege, als wenn ich auf einen Trigger warte. Ich warte sehr gerne auf solch Triggersituationen. Das hat für mich natürlich auch den Vorteil, dass wenn der Markt wenigstens abbremst in der Situation, es kann immer noch passieren, dass der dann anfängt, wieder wie ein Stein zu fallen. Aber sehr, sehr häufig wird er langsamer und vor allem, was für mich der entscheidende Punkt ist, dass ich, was ich hier im Prinzip, wenn der Markt wie so ein Stein fällt, ja, wenn er hier runtergeht, habe ich charttechnisch meistens keinen schönen Stopppunkt. Baut der Markt allerdings erstmal so ein bisschen die Bremse ein, wie ich es hier dunkelgrün eingezeichnet habe, dann ergibt sich natürlich aufgrund dessen, dass der Markt natürlich sich ja da weiter bewegt, meistens bilden sich charttechnisch Tiefpunkte, die man dann für einen Stop wählen kann. Und sowas, genau das würde ich jetzt hier im US-Dollar, kanadischen Dollar abwarten, dass der Markt anfängt zu bremsen, dass der Markt eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs anfängt auszubauen. Und das würde dann bedeuten, dass ich dann quasi ab hier, ab dieser Abwärtsbewegung, ja, oder dann eben auch, wenn der Markt anfängt, hier dann wieder zu steigen, in diesem Bereich, ja, würde ich einsteigen. Das muss ich dann mal gucken, wie sich das dann charttechnisch ausgeht. Ganz ins kleine Mini-Detail kann man das natürlich vorher nicht festlegen, aber es ist schlussendlich dann so der Bereich um die Marke 1,33, 30, 1,33, 35 und wir haben dann den Stop hier unten in diesem, je nachdem, wie groß dann die ATR ist und so weiter, aber da entweder hier oder entsprechend hier dann den entsprechenden Stopppunkt für diese Idee. Was wieder als Ziel, klar, definitiv realistisch erreichbar, wären die alten Bewegungshochs. Und wir sehen schon, wenn wir mit diesen verhältnismäßig kleinen Risiken hier unten arbeiten, dass wir schon eine realistische Bewegung einfach an die Bewegungshochs wieder mit einem interessanten Chance-Risiko-Verhältnis. Moment. Moment, das ist falsch. Ich zeichne nochmal das Risiko kurz ein. Also, wenn man das jetzt hier als Risiko wählt, ja, oben der Einstieg, unten hier der Punkt als Risiko, und wenn man jetzt dazu wiederum die Chancen nur erstmal in diesen Hochbereich einzeichnet, sehen wir, dass wir hier schon ein gutes 3 zu 1 haben. Und dann geht man natürlich in einem Aufwärtstrend auch davon aus, dass diese Hochs wieder überschritten werden können und dann ergeben sich relativ zügig sogar Chance-Risiko-Verhältnisse, die weit größer sind.
Mit dem Gedanken, übergeordnet ditchen wir auf ein Unterstützungsniveau auf. Dieses Unterstützungsniveau hält im Idealfall. Wir versuchen unten in diesem Unterstützungsbereich nach einem Trigger, nach einer Bremse quasi einzusteigen, mit dem Gedanken, dass dann der Markt anfängt, sich zu erholen. Und das wäre so mein Gedanke hier im US-Dollar, kanadischen Dollar. Und dieser Gedanke ist ja schon in der vergangenen Handelswoche quasi so ein bisschen entstanden. Jetzt haben wir so eine leichte Konsolidierung in diesen Unterstützungsbereich rein. Und jetzt war ja noch abschließend zu dieser Überlegung, der Gedanke, wir hatten ja gerade zwei Linien eingezeichnet. Jetzt müsste man in der Vergangenheit nochmal schauen, welcher Bereich das war, aber es ist eigentlich völlig egal. Wenn ich, egal wo, vorher schon den Gedanken dieses Kaufs bekommen habe, egal wo das hier war, schaut mal, immer, es gab nicht eine Situation, wo sich quasi hier diese zweite Schwung, wo der Markt irgendwie zum Bremsen kam, sondern spätestens in diesem zweiten Schwung gab es neue Tiefs. Und diese saubere Abwärtsbewegung setzte sich fort. Ja, sprich, es gab in dieser Abwärtsbewegung nicht eine Situation, wo man gesagt hat, okay, hier könnte sich maximal hier oben, ja, das vielleicht, ja, aber da oben, das ist mir eh dann zu hoch, das war ja nicht der Gedanke. Hier wäre vielleicht schon mal so eine Situation gewesen, wo sich eventuell so ein Trigger hätte ergeben können. Ja, ansonsten ist das wirklich sauber abwärts. Sprich, jetzt kennen wir die Überlegung US-Dollar, kanadischer Dollar. Und ich schreibe mir das auch mal auf, falls wir nächste Woche wieder die Ehre zusammen haben, dass wir hier auch wirklich mal entsprechend die Kurse haben. Und das war jetzt so in etwa der Einstieg, was hatten wir gesagt, so 1,33, 30, 1,33, 40. So, und dann können wir nächste Woche, wenn wir wieder die Ehre haben, zusammenzusprechen, diese Überlegung einfach mal weiter vollziehen und weiter nachvollziehen. Die Frage, die jetzt hier gerade kam, was ist besser zu handeln, diese Volatilitätsindizes oder den S&P? Das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also man kann hier nicht sagen, handle eher das, handle eher das. Wie ich es handhabe, ist natürlich wirklich etwas auch ab der normalen Handelsregeln. Ich hatte es ja eingangs erklärt, dass diese Volatilitätsindizes wirklich ein bisschen anders ticken. Und das ist auch mit den paar Sätzen, wie ich es erklärt habe, eigentlich nicht abgetan. Also man muss sich schon damit beschäftigen, aber da müsste man jetzt hier wirklich über Stunden mal darüber sprechen. Und wir haben schon sehr, sehr lange darüber gesprochen. Das sind zwei unterschiedliche Schuhe. Ich handle beides. Ich handle ganz rein charttechnisch den S&P oder die US-Märkte. Und wenn eben hier, ich denke, ja, jetzt könnten auch die US-Märkte mal ein wenig fallen oder der VXX ist auf einem relativ tiefen Niveau, dann hier eben mal auf die Aufwärtsseite zu setzen und eben natürlich dann vice versa auch darauf zu setzen, dass der S&P nach unten kommt. Meistens oder manchmal handle ich beides zusammen. Aber das ist eben wirklich, wirklich ein großer Unterschied dort, diese beiden Märkte und auch die Handelsansätze auf diese beiden Märkte. Was haben wir noch? Wir hatten noch als Frage US-Dollar, japanischer Yen. Den haben wir noch nicht besprochen. Euro, japanischer Yen, US-Dollar, japanischer Yen. Die deckeln sich. Wir können jetzt den US-Dollar, japanischen Yen schnappen, denn wir haben hier eine recht interessante Situation. Da muss ich nur mal kurz gucken, ob das hier auch so stattfindet. Genau, das ist in etwa ähnlich. Man kann sich beide Märkte quasi gleich anschauen. Wir sehen im Euro-japanischen Yen aktuell etwas sauberer quasi so einen Trendkanal, der hier zu dieser angefangenen Abwärtsbewegung stattfindet. Das ist so in etwa so. Das ist hier im US-Dollar-japanischen Yen nicht ganz so schön. Im Euro-japanischen Yen sieht das ein bisschen gleich oder sauberer aus. Aber was ist jetzt hier der Kern? Wir sind und oder was jetzt als Gedanke mir im Kopf schwebt. Wir sind hier so ein bisschen weggebrochen nach unten. Ne? Und hier sogar mit Momentum, zack, und dann kam hier nochmal Momentum. Und jetzt sind wir wirklich sehr, sehr schleppend in so einer Erholungstendenz drin. Ne? Dieser Trendkanal. Was liegt jetzt hier auf der Hand? Dass man natürlich darauf setzt, dass hier gegebenenfalls ein nächster Schwung auf der Abwärtsseite stattfindet. Gegebenenfalls hier unten zum Beispiel an diese Bewegungstiefs ran. Wir können uns das gleich auch im Kontext nochmal ein bisschen größer angucken. Sprich, hier Alarm setzen, das wäre jetzt hier so mein Gedanke, in den Bereich 111,30 Pi mal Daumen, ganz knapp darunter. Und wenn der Markt anfängt, hier Schwäche zu zeigen, dann wäre es hier vielleicht sogar ein aggressiver Gedanke, eben nicht darauf zu setzen, dass dieser Trendkanal fortgesetzt wird, ja, dass der jetzt dann hier wieder hochgeht, sondern dass ich dann jetzt hier, weil wir jetzt hier auch so ein bisschen Schwäche sehen in diesem Trendkanal, also hier hat er jetzt diese Höhe nicht mehr erreicht, dass wir hier Schwäche sehen, dass ein Break kommt, eine Momentumbewegung kommt, um hier auch wieder mit sehr, sehr kleinem Risiko. In solch Situationen handle ich manchmal mit
teilweise 10 oder 15 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnissen. Weil, schaut euch das mal an. Schaut euch diese Momentum-Bewegung hier an, die so gekommen ist. Ne? Und schaut euch jetzt hier diesen Break an, der gegebenenfalls stattfindet. Sollte hier der Break stattfinden, dann sollte das idealerweise erstmal zumindest mit Momentum stattfinden. Also der Markt sollte idealerweise hier, wenn ich Vorsicht mit dem Wort Recht habe, aber wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann sollte hier sofort die Kernbewegung eintreten. Sprich, ich kann hier wirklich mit teilweise sehr, sehr kleinen Risiken arbeiten. Wenn das dann schief geht, ja, dann verliere ich wirklich kleines Geld. Aber schaut euch das mal an. Wenn das gut geht, wenn das Momentum hier einsetzt, wenn der Markt nicht mehr in diesen Bereich zurückkommt, was das hier runter in den Zielbereich für Chance-Risiko-Verhältnisse sind. Und solche Überlegungen sind eigentlich extrem interessant, weil man sich einfach mit solchen Überlegungen, ja, wenn das Momentum hier wirklich eine Stufe weiter eintritt, wenn solche Überlegungen gut gehen, die wirklich, also da habe ich öfter mal Trades, die so funktionieren, ja, wo ich zwar manchmal dreimal, viermal brauche, um reinzukommen. Wir hatten das auch in den Livestreams des Öfteren mal vor ein paar Wochen mit Gold. Ich glaube, da habe ich vier Versuche benötigt mit sehr, sehr kleinem Risiko, um dann eben die Kernbewegung, ja, mitzunehmen. Ja, aber das sind genau solche Überlegungen mit sehr, sehr kleinem Risiko. So, sollte das dann aber nicht funktionieren, ja, sollte der Markt hier gegebenenfalls vielleicht doch weiter erstmal in diesem Trendkanal laufen. Zack, hier wieder weiter nach oben, dann kommt er irgendwann wieder an diese Linie ran. Dann würde ich das Ganze hier auch nochmal versuchen. Und irgendwann kommt in der Regel der Break auf der Unterseite, beziehungsweise wenn das hier unten nicht funktioniert und der Markt sich vielleicht wieder für die Longside entscheidet, dann ist natürlich dieser Gedanke irgendwann auch nicht mehr da. Ja, aber dann gibt sich wieder ein neues Bild, was eben solch Risiko, Chance-Risiko-Verhältnisse bietet, was mir dann Geld in die Kasse spült. Das nochmal abschließend hier für den US-Dollar, japanischen Yen, eine Überlegung, die ich da gerade habe. Und wir können hier mal auf den 4-Stunden-Chart gehen und ziehen uns das Bild mal etwas länger. Ja, wir sind hier längerfristig. Zeichne das mal ein. Erstmal aufwärts tendierend unterwegs. Aber wenn sich hier, und das ist im Prinzip der Gedanke, wenn sich jetzt hier diese Sequenz eben nicht mehr auflöst und nach oben weggeht, sondern diese, und das liegt eigentlich wirklich an dieser sehr, sehr schleppenden Bewegung hier, die hier aufwärts stattfindet. Eigentlich hätte das schon schneller vonstatten gehen müssen. Schaut mal, wie dann immer die Schübe auf der Nordseite aussehen, wenn sie dann stattgefunden haben. Das funktioniert, aktuell läuft das nicht so. Das läuft extrem schleppend und ich gehe jetzt hier eher davon aus, dass sich gegebenenfalls übergeordnet der Markt etwas konsolidierend bewegt. Zack, das Tief angreift. Vielleicht hier nur die Tiefs rausholt und dann übergeordnet weiter gen Norden läuft. Aber dieser Schritt mit ganz kleinem Risiko, der reicht mir schon aus, um eben einen sehr, sehr schönen Trade zu produzieren. Und das ist das, worauf ich jetzt hier aktuell setze. Also nicht klassisch trendfolgend long, sondern hier eben den Gedanken auf der Abwärtsseite. Ich habe mir das notiert. Wir können das auch gerne, wenn ich es nächste Woche oder übernächste Woche auch mal in Zukunft auf jeden Fall werden wir da mal raufschauen, wie sich das aus, wie das ausgegangen ist, ob man vielleicht ein, zwei, drei Versuche gebraucht hat. Man kann das Gleiche natürlich auch für die Long-Seite versuchen umzusetzen, wobei mir der Einstieg fast zu spät ist. Ja. Hier würde ich den Plan B wählen, die Long-Seite nicht direkt zu handeln, sondern wenn der Markt doch nach Norden ausbricht und hier die Aufwärtsseite weiter fortsetzt, dann hier nochmal einen Rücksetzer abzuwarten, um dann zu kaufen. Das ist jetzt so der kleine Unterschied zu Long und Short, den ich jetzt hier aktuell wählen würde. Ja. Ich lese mal kurz im Chat. So, gibt es Korrelationen des Cut, aber Ingrid ist hier schon wieder raus. Und guten Tag, ob das Video aufgezeichnet wird. Das wird aufgezeichnet. Ich kann es auch gerne heute online stellen, wenn die Frage dazu kommt. Und dann kann ich es bei YouTube online stellen. Das werde ich auch machen, denn wir sind jetzt auch schon wieder am Ende des Webinars. Ich hoffe, ich konnte so euch die ein oder andere Anregung geben, die ein oder andere, ja, auch Denkweise von meiner Seite irgendwie strategischer Natur näher bringen, weil ich habe halt wenig Strategien, die jetzt immer wieder gleich abgehandelt werden. Ja, ich habe aus der Erfahrung heraus natürlich viele, viele Situationen, die ich am Chart schon mal gesehen habe, viele, viele Herangehensweisen, Breakout, False Breakout, Trendkanalausbruch, Trendkanal Retest, ja, Breakout über eine Unterstützung, unter eine Unterstützung. Da gibt es so viele Herangehensweisen und man guckt immer, welche Situation ergibt sich am Chart, wo kann man interessante Chance-Risiko-Verhältnisse bauen.
die auch wirklich, und das ist der Kernpunkt, realistisch sind, also nicht immer irgendwo aus dem Mond greifen, sondern wirklich realistische Bewegungen raussuchen, die passieren können und die dann eben natürlich auch passieren. Aber da keiner vollkommen ist und auch ich nur eine Trefferquote habe, manchmal von unter 50%, manchmal ein bisschen über 50%. Im Schnitt liege ich schon bei 50% und ich schaffe es aber mit meinen Herangehensweisen eben wirklich viel, viel größere Gewinne zu produzieren als Verluste. Ja, also meine durchschnittlichen Verluste, auch bedingt durch ein ausgeklügeltes Trade Management, schaffe ich es wirklich, die Verluste sehr, sehr klein zu halten. Und wenn dann aber Gewinne eintreten, dann schaffe ich es, die auch oft sogar noch mit Pyramiden-Herangehensweisen dann so zu maximieren, dass das dann eben wirklich auch eben größere Gewinne werden. Und das jetzt grundsätzlich dazu. Also, ich stelle dieses Webinar natürlich online dann hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers heute Abend. Ja, und so, viel Erfolg beim Öl in der Fahrradkette, war super und informativ. Tritt rein, alles klar. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall Good Trades und Mega Trading. Wer Lust und Laune hat, so in etwa nach Viertelstunde, 20 Minuten nochmal die US Opening bei der Livestream hier auf dem 1, 2, 3 YouTube-Kanal von JFT Brokers. Und in diesem Sinne euch nur das Beste. Euer Markus Kleve. Bye bye und ciao.